So, lasst mich denken. Wo waren wir? Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir haben den zweiten Boss besiegt in der DLC. Wir haben den zweiten Boss besiegt bei Bloodstorms Welt in der DLC, beziehungsweise er hat's gemacht, weil ich mal wieder vorher gestorben bin. Aber ich habe mich diesmal geopfert für ihn. Das war wundervoll. Ich habe mich wie ein Held gefühlt. Und dann sind wir weiter in der Stadt rumgelaufen. Das Letzte, was ich gemacht hatte, war, glaube ich, wir haben den Aufzug, den ersten. Genau, den ersten Aufzug haben wir aktiviert bei mir in der Welt. Und dann kam noch ein PvP-Kampf, den ich erledigt hatte. Und dann war es 2:30 oder so. Und Hayabubu war Zeit. Hayabubu-Zeit war angesagt. Oh, ich bin so happy. Guckt euch das an. Ich liebe das Oberteil immer noch. Das Beste an dem Oberteil ist und bleibt die Flügelchen. Sind sie nicht süß? I love them. Ich muss aber noch einen anderen Hut finden. Ich liebe diesen Hut. Versteht mich nicht falsch. Aber die Haare hinten, sie verdecken die Flügelchen. Das ist so traurig. Warum tut das Spiel das? Warum tut das Spiel das? I don't understand. I don't know. Lasst mal denken. Was haben wir denn hier Feines? Habe ich irgendwas, wo ich aufleveln könnte, gegebenenfalls? Nice, nice. Zwei große Scherben im Moment. Die könnten wir eigentlich holen. Teleportieren wir uns kurz zum Riesen. Kann man da Prinzessin? Ja. Teleportieren wir uns kurz zum Riesen. Weil ich glaube, ich kann es ein bisschen leveln. Ich meine, es ist zwar Fashion Souls, 100%, 120%. Dieses Outfit gibt mir keinen Schutz auf irgendeine Art und Weise. Bis auf den Helm wahrscheinlich. Aber wenn ich es ein bisschen aufleveln kann, ist ja nicht verkehrt. Aber der Vorteil an dem Outfit ist, ich bin super schnell. Was Springen angeht. Ich glaube, ich habe die leichteste Rolle überhaupt. That's awesome. Komm her, Schnurrums. Ah, jeez. Ah, jeez. Bachi, Bachi. Du. Okay. Komm her. Nein, komm die Treppe rauf. I hate it. Komm die Treppe rauf, dann können wir spielen. Komm her zu mir. So ist brav. Oh, Tschubalibo. Oh. Daneben. Voll daneben.
hat gut geklappt. Ja, ne? Das war volle Lotte. So gewollt. Aber 200%. Hi. Hallo. Hi. Shaitan, Strom, I am. Lass mal Checky-Checky machen. Also, wir brauchen zwei große Scherben. Können wir von ihm kaufen. Nice. Ups. Nope. Rüstung stärken. Einen grauen Brocken haben wir. Nice. Einen grauen Brocken haben wir. Nice. Zwei graue Brocken haben wir. Nice. Eine graue Scholle haben wir nicht. Ist okay. Haben wir nicht. Die könnte ich auch aufleveln. Das war mein Hochzeitskleid in Dark Souls 3. In dem Kleid habe ich geheiratet. Drei große Scherben. Oh, wir haben nicht genug Seelen. Moment. Nun haben wir genug. Eins, zwei, drei. Nice. Cool. I don't know. Reparieren wir noch unseren Zeugs. I will. He's so cute. Was wollte ich noch machen? Genau, die Feuerhüterseele. Die hat mir Bloodstorm geschenkt. Die müssen wir noch einsetzen. Die müssen wir noch einsetzen. Das heißt, zu welcher Feuerhüterin gehen wir? Gehen wir zum Feuerbandschrein, weil warum nicht? Ich will die Schnecke nicht umsonst gerettet haben. Ich bin keine Heldin, alles hat seinen Preis. Das ist so. Ich bin mehr Söldnerin als Heldin. Absolut. Dann solltest du mal The Witcher 3 spielen. Ich hatte Witcher 3 angefangen. The Witcher 3 Wild Hunt hatte ich kurz angefangen. Und ich bin gekommen bis in die erste Taverne sozusagen. Also ey, vielleicht eine halbe Stunde im Spiel oder so. Und dann habe ich warum auch immer wieder aufgehört. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war einfach in dem Moment nicht das richtige Spiel. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Ich glaube, es war einfach in dem Moment nicht das Spiel, was ich spielen wollte. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch mit Geralt ein paar Abenteuer teilen, weil alter Schwede, der ist heiß. Also möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mit ihm abhängen. Richtig. Auch in der Netflix-Serie haben sie einen echt guten jungen Mann ausgesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Cool. So, sie hat erledigt, worum ich sie gebeten habe. Beautiful. Und dafür
gehen wir zurück. Ich fand den Smaxi. Eindeutig. So, was mache ich nun? Ich bin menschlich, von daher. Falls Bloodstorm irgendwann kommen sollte, kann er dazu stoßen. Wann er möchte. Mehr oder weniger. Bis dahin würde ich sagen, wir laufen einfach ein bisschen rum, sammeln Seelen, genießen unsere Zeit. Hätte ich das gewusst, ich habe gerade welche gekauft. Naja, ist okay. Das ist nicht so, als ob das wirklich mega schlimm wäre. It's fine. Aber worauf wir uns wahrscheinlich ein bisschen einstellen müssen, ist, dass hier viel PvP passieren wird. Also sowas hier. Dass Leute kommen werden und uns angreifen werden alle 5 Minuten. Weil direkt neben uns ist die PvP-Arena. Direkt neben uns. Deswegen, das wird wahrscheinlich öfter passieren. Weil die Leute sind hier, um PvP zu spielen. Oh, ich habe mich nicht ans Feuer gesetzt. Ups. Nun wachen wir auch hier wieder auf. Um in die Gegend zu kommen, wo wir vorher waren, müssen wir den Fahrstuhl runter. Da hatten wir aufgehört. Aber es ist sehr praktisch. Man kann hier super gut die Scherben farben. That's nice to know. Hallo meine Seelen, danke.
unten war nichts Spannendes. Oh. Oh no. Er ist gefallen. So viele große Scherben. Nice. Ich glaube, er spielt Verstecken mit uns. Wir müssen nie wieder große Scherben sammeln, so viel steht fest. Kaufen. Ich werde sie in Zukunft immer wieder einfach nur sammeln. Kommst du denn her? Hat besser geklappt als erwartet. Heilen wir uns kurz? Die Heilung ist nicht unbedingt stark. Müssen wir mal gucken, ob wir noch eine stärkere finden. Stärkeren Zauber. Ich habe bestimmt schon einen. Bin wahrscheinlich einfach nur nicht fähig, ihn zu benutzen, weil ich auf Zauber nicht unbedingt eingegangen bin bisher.
the hell? Treppe ins Nichts. Ich glaube, hier sind wir weitergelaufen und da war dann der Aufzug, wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwas findet er sehr witzig. Moment, war da noch irgendwo ein Ausgang, wo ich hätte die, wo schießt, erledigen können? Ah. Nee, die ist da hinten. Okay. Nope. Nope. Pass auf, Geheimfahrt. Tschololol, Nachricht. Warum machen die das? Wie soll damit aufhören? Kann ich hier rüberspringen? Hell yeah. Gerade Kette. Ich glaube, das ist ein Mimic. Müssen wir uns gleich angucken. Habe ich dich gerade vor ihm erschrocken? Möglich. 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 Hell yeah! Krone wieder mir! Wappenschlüssel. Oh. Die Kerben des Wappens sind verwunschen und die Tür mit einem mächtigen Zauber versiegelt. Okay. Interesting. Hier runter oder darunter? Hier scheint nichts zu sein. Okay. Dann haben wir noch Leiter. Oder Weg. Gehen wir erstmal den. Ah, das ist der Weg. Okay. Okay.
Dann doch Leiter. Oh mein Gott. What the hell? Girl. Das ist so cool. Oh, hier ist der Aufzug. Tada! Wir sind zurückgekehrt. Ich habe gar nicht geguckt, ob man mit der Seele was Gutes machen kann. Mit der hier. Oh well. Vielleicht sollten wir sie einfach essen. Yummy. Wie viel brauchten wir jetzt zum Leveln? Hab nicht richtig aufgepasst. 68.501. Okay. Okay. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. Das ist nicht mega super, super ultra hardcore viel. Ist definitiv machbar. Dann können wir überlegen, ob es mehr Sinn machen würde, die Ritter zu farmen. Aber ich brauche die Brocken nicht mehr. Die habe ich vorher eigentlich nur gefarmt, weil ich die Brocken brauchte. Ah, ich denke, es ist okay. Passt schon.
sehen möchte, dass wir Haltung annehmen. Erledigt. Ich habe mich ordentlich hingesetzt. Danke fürs Erinnern. Hey, wir haben schon fast Level zusammen. Nice one. Nice one. Ich bin gerade überlegen, ob ich einen Kaffee möchte. Was eigentlich eine rhetorische Frage ist, weil ich möchte immer einen Kaffee, aber... Ich will überlegen, ob ich wirklich aufstehen will, den Stream pausieren möchte, in die Küche gehen will, einen Kaffee machen will, wieder zurückkommen will. Aber auf der anderen Seite, ich habe keinen Energy Drink, weil ich vergessen habe, weil ich nicht einkaufen war. Weil ich vergessen hatte, dass ich keine Energy Drinks mehr zu Hause habe. Also ist die Überlegung groß, dass ich mir Kaffee mache. Wir leveln, was haben wir gesagt? Kondition. Weil Kondition so niedrig ist. Genau. Und dann wollte ich noch mal kurz beim Zauber gucken. Wir haben bestimmt einen größeren. Wir haben einen besseren Zauber. Große Heilung. Uah, 24 Wille. Oh mein. Nope. Auszug aus großer Heilung. I mean. Sure. Aber das macht nur einmal. Ist doch doof. Wir bleiben bei der Kleinen. It's okay. Mhm. Cool. Das mal wieder vorholen. Okay. Cool. Ich denke, wir gehen einfach ein Stückchen weiter. Gehen den Aufzug runter. Laufen von da aus ein Stück weiter. Eigentlich wollte ich warten, bis Bloodstorm kommt, aber wir haben jetzt schon 9:30 und er ist noch nicht da. Von daher machen wir einfach weiter. Könnte nämlich auch sein, dass er gefangen ist in der Welt von The Last of Us 2. Well then.
will nicht alle auf einmal haben. Oh, das sind Zauberinnen, ne? Immer mit uns hin. Vor dir links. Kommando zurück, Kommando zurück, Kommando zurück. Ganz schön hart. Alrighty then. Ist hier versteckt? Nope. Ist hier versteckt? Nope. Oh ja. Kann er hier runterspringen? Trau der Sache nicht. Riesenplatz zum Kämpfen und ein Gegner. Oh, der hat viel. Oh shit, Nuts. Oh my. Mein Schwert hat echt Probleme, bei ihm durchzukommen. Gott, ich hoffe, der ist nur einmal da. Nicht immer wieder. Cool. Oh, der Helm. Neuer Helm. Moment. Nee. We did it, though.
Vielleicht sollte ich mir den Feuerball wieder reinmachen. Die Heilung hatte ich mir eigentlich nur reingemacht, währenddessen ich bei Bloodstorm in der Welt war, damit ich mehr Heilung habe. Oh, Manu. Achtung, Feind. Oh. Oh. Hi. Cool. Haben wir es zum nächsten Feuer geschafft. That's nice. Ist das dunkel hier? What the fluff? Why? Haben wir uns hingesetzt? Ich will ja auch hier wieder spawnen. Oh mein Gott, guck, das ist alles so dunkel! Schlund des Abgrunds. Ich hätte mir auch mehr Wegmarkierungssteine noch holen sollen. Die sind witzig. Aber ich glaube, die verkauft nur die Dame beim Feuerbandschrein, oder? Das sind Wegmarkierungssteine. Die glitzernden. Finstere Tränen.
Was habe ich gerade aufgehoben? Nobody knows. Oh mein, was sind das für Dinger? Ich traue der Sache nicht. Ich meine, sie sind nicht super schwer zu besiegen, aber es sind sehr viele. Könnte ins Höschen gehen. Bei so vielen. Ich habe ein bisschen komisch finde, dass die greifen nicht an. Frage ist, ob ich noch zu weit weg bin oder ob sie vielleicht in Wirklichkeit lieb sind. Und ich bin gerade das Arsch. Die sind zu weit weg. Ich wünschte, ich könnte weiter runtergehen. Das kann ich nur leider nicht. Vor der Sache nicht. Da ist einer unten, der hat gerade getrunken. Also irgendwas ist hier unten, was angreift, zu 100%.
Uh-oh. Na super. How could this happen to me? Kitty Cat? Moment, ist Kitty Cat freundlich? Oh. Hi. Warum ist Kitty Cat verschwunden? Wohin ist Kitty Cat verschwunden? Soll ich Kitty Cat folgen? Ich glaube, ich soll Kitty Cat folgen. Warum greifen die hier mich nicht richtig an? Okay, hier ist auf jeden Fall ein Weg nach unten. Aber hier ist Kitty Cat. Weg ist Kitty Cat. What's happening? Shit. Okay. I mean, okay, cool.
Warum sind Kitty Cat und Wuffy hier unten? Wo sind wir hier genau? Okay, ich könnte hier runter. Oder wir können hier gucken, was hier ist. Aufzug. Wow, das ging sehr weit nach oben. Königlicher Wald. Wir sind hier? Okay. Hi. Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Ich nehme. Was nehme ich denn? I don't know. Pfeile, sure. Kann man immer gebrauchen. Feuerbomben, sure. I'll be seeing you if you survive your travels. I'm trying so hard. Don't be a dick. Unglaublich. Unglaublich. Okay, gehen wir wieder nach unten. Die Geisterdinger kommen nicht mal zurück. I'm so confused.